Hallihallo. Ja, wie versprochen, zeige ich euch heute mein neues Junk Journal. Das ist jetzt soweit fertig. Fertig in dem Sinne, dass einfach nichts mehr reinpasst. Und wenn ich noch die Signaturen bearbeiten will, es sind viele sind bearbeitet, aber ein paar sind auch noch nicht ganz bearbeitet, da sind also nur leere Seiten, dann müsste ich eventuell eine Signatur entfernen. Da muss ich mal schauen, für mich ist es jetzt erstmal abgeschlossen, das Projekt. Ich werde hin und wieder wahrscheinlich noch darin arbeiten. Aber soweit werde ich jetzt damit erstmal das Thema mit diesem Journal beenden. So, ich zeige euch mal kurz die ganze Umrandung, also wie es von vorne, von hinten und von der Seite so aussieht. Von oben, hier von der Frontseite. Dann hier von hinten, hier hängt die Rolle dran, die ich gemacht habe. Da habe ich ein Video zu gemacht, das könnt ihr euch anschauen. Das sind diese grungy Schmetterlinge, die ich da drauf genäht habe und dann mit Klettverschluss hier dran gemacht habe. Hier unten habe ich jetzt noch so Sachen dran, so Charms dran gehängt. Genau, ja, und der Verschluss ist hier einfach so ein Stück Stoff mit einem Druckknopf. Ja, die Blume, es ist so eine grungy Blume, Flower, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Die habe ich auch zusammen, also mit euch gemacht sozusagen im Video. Das ist diese Rose. Ja, hier, das ist aus einer Happy Mail, die kleine Libelle noch. Darunter ist noch ein Stück Modelliermasse. Das habe ich da drauf geklebt. Ja, so sieht das von außen aus, das Riesending. Ich glaube, das ist auch eins meiner größten bzw. vollsten Journals, die ich soweit je gemacht habe. Ja, inspiriert ist das praktisch, also von mir selber durch, aber die Inspiration durch diese, wie ich das hier geschnitten habe, ist von der lieben Elise Klatschmohn. Da weiß ich immer noch nicht, ob die einen YouTube-Kanal hat, aber auf Instagram kann man sich da ihre Werke ansehen. Genau. Dann machen wir das mal auf. Kann man hier dann mit dem Druckknopf aufmachen. Das Journal ist nicht, ich habe das hier nicht genäht, also ich habe die Signatur nicht eingenäht. Die sind lose drin. Die Signaturen selber habe ich jetzt vernäht. Die sind jetzt zusammengenäht, aber ich habe das nicht hier eingenäht, weil, wie gesagt, es kann sein, dass ich die eine oder andere da wieder rausnehmen muss, wenn ich noch weiter darin arbeiten will. So, ja, hier habe ich einfach die Spitze drumherum genäht. Das ist hier Backpapier. Das habe ich bearbeitet mit Gold und Kaffee und habe das da eingenäht. Das Blöde ist, dass man jetzt hier nichts, hier kann man ja nichts mehr draufkleben auf das Backpapier. Das hält ja nicht. Da müsste ich das eventuell dann draufnähen, was da noch drauf soll. Aber das ist erstmal kein Thema. Genau. Wir haben jetzt übrigens, ich drehe das Video jetzt heute Nacht. Wir haben jetzt 2.30 Uhr. Und deswegen, wenn ich ein bisschen flüster oder so, dann nehmt mir das bitte nicht übel. Ich bin da jetzt gerade mit fertig geworden. Jetzt drehe ich noch das Video ab und dann gehe ich dann schlafen. Okay. Das so viel dazu. Ja, das ist die erste Signatur. Das ist das Deckblatt.
Hier, das ist ein auch aus Modelliermasse gefertigtes, nicht Efeu, Ahornblatt. Ja, ich werde jetzt nicht jede Seite durchblättern, jede Signatur komplett erklären oder so, weil viele Seiten sind auch, wie gesagt, leer. Ich werde jetzt nur so das Wichtigste beschreiben. Genau, diese Collage, die habe ich auch der lieben Elise Klatschmung gewidmet. So, das sind die neuesten Sachen, die ich gemacht habe mit den Löchern. Da habe ich auch ein Video zugedreht. Das könnt ihr euch anschauen. Ich finde den Effekt ganz nett jetzt hier, wenn man das so aufklappt, dann kann man hier durch das Loch die Elfe sehen. Ne? Ich wollte das erst zusammenlassen, die ganzen Signaturen mit den Löchern, aber irgendwie habe ich jetzt doch mich entschieden, das so einzeln verteilt in den Signaturen zu stecken. Genau. So. Ja, hier ist dieses zusammengenähte Füllwerk. Also das kann man, finde ich, ganz gut. Da kann man einfach so Reste zusammennähen und das einkleben oder einnähen. Dann sieht das Journal direkt oder die Seite direkt interessanter aus und auch voller. Als wären das hier mehrere Seiten. Dabei ist das halt nur so ein Stück. Ja, hier, das ist mein eigenes digitales Papier. Da habe ich einen Tag so gesehen, sozusagen rausgemacht, aber da habe ich hier so eine Tasche gelassen. Da habe ich jetzt schon was reingesteckt. Auch so ein kleines Heftchen. Das ist so ein Verpackungsdings von was ich mal gekauft habe, wo was drin verpackt war. Die Pappe davon. Da habe ich jetzt hier so, das sind echte Blumen. Hier wieder so noch einen kleinen Notizblock. Ja, hinten noch eine dicke Biene. Hier ist noch nichts. Ja, hier ist die andere Seite von dem Tag, mit dem Tag. Das habe ich hier aus, ist so ein bisschen Fake-Leder-mäßig, habe ich das gemacht. Da mache ich vielleicht auch noch ein Video zu, wie man ganz leicht Fake-Leder-Optik herstellen kann, ohne jetzt mit Schuhcreme zu rumschrubben oder auf Backpapier oder irgendwas, sondern noch viel einfacher geht das. Da werde ich dann wahrscheinlich demnächst noch ein Video zu machen. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Einfach die Buchseite hier, so ein Wasserfall-Notizblock. Darunter auch nochmal digitales Papier von mir. Ja, hier auch so eine eingenähte Tasche. Und halt verschiedene Seiten. So, eine Notenblattseite. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie sich das hier entwickelt hat mit den Farben und so. Das hatte ich ja auch gezeigt, wie ich das abgegranscht habe. Und die Farben sind jetzt richtig schön verschwommen hier rausgekommen. Ganz toll sieht das aus. Ja, hier, das ist die Karte nach, die habe ich mit, also nach Funkelkram nachgemacht mit dem Klebeband, was man hier freigerubbelt hatte, dann das Papier. Hier, das sieht auch schön aus. Da ist, kann man das, die Elfe dann darunter sehen. Ja, da habe ich jetzt ganz dünnes Papier nur genommen für die Stanzteile. Da hat mir die liebe Marina Novak den Tipp gegeben, ich sollte auch mal etwas dickeres Papier nehmen. Da bin ich jetzt selber gar nicht drauf gekommen. Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht, ne? Das werde ich wahrscheinlich tun und dann werde ich das nochmal neu hier dran kleben, weil das wird so nicht lange halten. Danke für den Tipp, liebe Marina. Ja, hier, das ist auch digitales Papier. Hier eine Buchseitentasche. Das habe ich ja auch alles schon mal so, das meiste habe ich ja schon mal gezeigt.
Hier so eine Tasche an der Ecke, ein Riesentag, da ist auch noch nichts drauf. Ja, die meisten Papiere habe ich alle so ein bisschen bestempelt, beziehungsweise mit Schablone schon mal bearbeitet. Damit das nicht ganz so leer ist. Hier ist eine Butterbrottüte. Kann man als, dies habe ich bedruckt. Die kann man als Tasche benutzen. Hier wieder so ein Tag. Wieder so eine Füllseite. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich nenne das einfach Füllseite, weil das soll das Journal halt füllen, ne? So, deswegen nenne ich das mal so. Ja, hier nochmal auch eine Buchseitentasche. Hier eine Paper Doll, die ich ausgeschnitten habe, selber gemacht habe, ausgeschnitten habe. Das habe ich, die Idee habe ich mal in der Zeitschrift gesehen. Da habe ich das so ein bisschen nachgemacht. Was haben wir hier? Ah ja, hier habe ich noch eine Tasche. Hier habe ich meinen Challenge-Tag. Ich nehme gerade übrigens an dieser Challenge teil. Da Titelbild des Monats. Bis jetzt bin ich nicht so weit gekommen damit. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie... Sieht das, ob das keiner findet oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mit diesem Tag habe ich mich da jetzt beworben. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne noch für mich abstimmen, falls ihr das findet bei Junk Journal Deutsch Inspiration. Müsst ihr, glaube ich, suchen. Titelbild des Monats heißt das, glaube ich. Genau, das ist eine Meerjungfrau, die... Der Bikini, das Bikini-Oberteil ist, habe ich aus Pistazien gemacht. Hier ist ein bisschen Netz als Brautschleier. Ja, weiß ich auch nicht. Es kommt irgendwie nicht so gut an oder was. Keine Ahnung, könnt ihr ja mal schauen, ob euch das gefällt. So. Hier ist eine Brottüte nochmal, hier so ein Tagspot. Hier ist ein Aufkleber, den habe ich selber gemacht. Entschuldigung, mit einem Blatt drunter. An den Seiten habe ich hier Entschuldigung. An den Seiten habe ich hier Zellstoff, Gasestücke dran geklebt. Das lässt das auch alles nochmal schön grungy aussehen. Ja, hier, das ist einer, habe ich hier schon so ein Stück Aufkleber abgeschnitten von den Tapes, die ich selber gemacht habe. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, könnt ihr euch anschauen. Hier ist auch ein Aufkleber. Den habe ich aber, der klebt aber nicht. Das ist hier ein bisschen schief gelaufen hinten. Aber den habe ich jetzt so als, ja, als Tag so hier reingesteckt. Hier Spitze dran gemacht als Tasche. Hier wieder so ein Loch. Ja, hier das ist aus einer aus einer Zeitschrift. Das ist mit Orangenölreiniger bearbeitet. Hier wieder ein Wasserfallblock. Da habe ich ein Loch reingebrannt. Das sieht auch total grungy aus. Einfach mit dem Feuerzeug drunter halten. Müsst ihr natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Aber ihr seid ja alle wahrscheinlich alt genug, ne? Um da aufzupassen. Ja, darunter noch eine Notenseite. Ist übersprungen hier. Ja, hier mit Schablone. Nee, das sieht auch, ist auch hier ganz schön ausgewaschen, die Farbe, ne? Sieht aber, ist nicht total super, wie das aussieht. So. Genau. Ja, hier. Auch wieder das Loch. Sieht auch schön aus, da kann man dann darunter noch gucken, was da ist schon. Nämlich die, Elfe Nummer 2. Also es ist jetzt doch kein ganz komplettes Elfen-Journal geworden. Bin ich auch froh, weil ich, das war auch nicht geplant. Das ist jetzt einfach so Zufall, dass halt da so ein paar Elfen mit drin sind. Aber ich finde, das passt auch ganz gut zu diesem Loch-Gedön, was ich da gemacht habe.
Deswegen ist das jetzt auch mit da drin. Genau, das ist die letzte Seite von der ersten Signatur. Da habe ich hier den Ballon, den haben wir auch zusammen gemacht, aus Modelliermasse mit Stempeln. Ja, das ist eigentlich mit die interessanteste Signatur gewesen. Der Rest ist jetzt, ja, hier kommt auch noch ein bisschen was, habe ich auch noch was drin. Aber dann kommen welche, da habe ich, ja, müssen wir mal schauen. Also wenn euch das nicht interessiert, dann ist das jetzt hier nicht mehr ganz so spannend, weil das meiste ist jetzt nicht mehr bearbeitet, die Blätter. Ne? Ich zeige sie aber trotzdem mal eben im Schnelldurchlauf, damit ihr das ganze Journal auch mal gesehen habt. Also hier geht es weiter. Das ist die zweite Signatur, ist wieder dieses Loch. Genau, das ist das Papier, was wir auch bei Junk Journal Deutsch da mit der Jutta Wittley gemacht haben, selber die ganzen Papiere schnell gemacht. Ja, hier wieder eine Buchseite. Hier auch Buchseiten. Einfach nur Papiere. Die müssen noch, kann man ja noch bearbeiten. Aus Zeitschriften. Hier habe ich mit einer Glas. Ich habe keine Jelly Plate. Ich habe zwar jetzt einen Brayer oder diese Rolle habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal. Die habe ich mir dann doch mal bestellt, aber keine Jelly Plate dazu, weil ich wollte die vielleicht noch selber machen. Das habe ich aber mit einer Glasplatte gemacht. Das geht auch, finde ich. Also aus einem Bilderrahmen, eine Glasplatte. Ja, auch ganz die gleiche Technik wie mit der Jelly Plate halt, die Farbe drauf und dann einen Druck machen, kann man auch machen. Aber ich werde mir noch eine Jelly Plate entweder kaufen oder selber machen. Das weiß ich noch nicht. So, genau hier mit Orangenölreiniger Seite. Hier gestempelt. Die Schablone. Ja, hier, da habe ich einen getrockneten Grashalm drunter gemacht und dann mit Serviette, also mit diesem Weißen von der Serviette, was übrig ist, wenn man die abzieht, habe ich da drüber geklebt und mit Kaffee gepinselt. Hier so ein Grungy-Schmetterling. Ja, sieht auch ganz nett auch Grungy aus. Ne? Das ist auch mit der Glasplatte gedruckt, aber dann noch mit Schablone drüber. Und hier auch. Ja, das sieht auch richtig spannend aus hier. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist irgendwie ein gedrucktes Papier. Das ist nass geworden. Jetzt schaut das so aus. Hier auch. Da wollte ich, genau, hier hatte ich versucht, so einen Fototransfer zu machen aus der Zeitung. Hat aber nicht geklappt. Das hat jetzt nur die Farbe so angenommen. Also das Motiv ist nicht mit abgedruckt worden. Aber sieht auch trotzdem ganz interessant aus, weil die Farbe hat, die Druckerschwärze hat sich einfach nur da drauf gelegt. Genau. Ja, und hier die zweite Seite. Das finde ich irgendwie auch interessant, die Farbkombination und dann mit diesem schwarzen Hintergrund. Das gefällt mir ziemlich gut. Das muss ich aber noch hier dran nähen. Hier auch. Sieht total cool aus mit dem, irgendwie dieses Bunte und dann darunter ein bisschen Dunkleres. Ja, hier habe ich Schablone nur drauf gemacht. Ja, hier ist ein ganz altes Bellyband, also beziehungsweise die Seite ist uralt. Das ist aus mit eins der ersten Journals, die ich gemacht habe. Das habe ich da rausgenommen wieder, weil mir das nehme ich wieder auseinander. Die Seite habe ich jetzt hier reingemacht, ja, und da ist noch so ein Jellyband, ein Bellyband habe ich da geschnitten. Da habe ich noch selber so Schablonen hergestellt mit Blumenmustern und so und habe das ausgeschnitten, weil da hatte ich noch überhaupt nichts irgendwie da. Da habe ich alles noch selber geschnitten und so. Ja. Hier ist noch eine Seite von der Zeitung. Ja, hier auch so ein Druck. Umschläge. Das ist Faserseidenpapier. Ja, Buchseiten.
Hier ist eine Tasche. Kaffee gesprenkelt. So, und dann ist die letzte Seite von der Signatur. Das ist auch nochmal mit dem Loch und dem Dschungelmotiv. Ja, das, was mir nicht gefällt hier hinten, da weiß ich noch nicht, was ich da machen soll. Ob ich das so lasse oder mal schauen. Ich tue die mal zur Seite, damit ein bisschen mehr Platz ist. So, hier auch wieder die erste Seite mit dem Loch. Ja, dann hier dieses, was ich hier mit der Monotypie gemacht hatte. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch anschauen. Hier die romantische Schale, das finde ich auch total schön. Hier, wie man dann das, das Gesicht von der Frau da sehen kann, darunter. Das finde ich voll schön. Das ist mal auch mein digitales Papier. Das hat sich auch hier richtig schön an den Seiten, könnt ihr jetzt noch mal nicht sehen, ne? Richtig schön ausgewaschen. Sieht total interessant aus. Ja, hier Butterbrotpapier. Hier wieder das Elfenbild, das haben wir auch. Da habe ich auch hier ein Video zu gemacht, wie ich das gemacht habe. Tagsboard. Ja, jetzt kommen viele Seiten, die einfach nur entweder nur mit Schablone oder bestempelt sind. Ah ne, hier ist noch hier ist eine Blume aus Eierkarton, die auch. Ja, und jetzt kommen halt nur so die kaffeegefärbten oder rote Beete gefärbten Papiere noch. Die sind noch nicht weiter bearbeitet, außer an den Rändern ausgefranst und so weiter. Das ist die Rückseite, hier die Lochseite. Das war dann die dritte Signatur. Ja, und das ist auch die letzte, die habe ich ja auch, da habe ich auch ein Video zu gedreht, wie ich noch eine Signatur zusammengestellt habe. Die ist jetzt auch noch mit da drin. Die werde ich wahrscheinlich rausnehmen müssen, weil, oder wie gesagt, das wird sonst einfach zu voll. Wenn man noch die Seiten bearbeitet, muss ich dann mal schauen. So, hier eine Landkarte. Hier wieder das Lochding. Ja, da hatte ich ja auch ein Video zu gemacht, wie ich das dann hinterher weiter bearbeitet habe mit Kaffee. Buchseiten. Also ja, hier habe ich noch eine Karte gemacht, die habe ich noch nicht gezeigt. Wollte ich auch mal ein Video zu drehen, ob wie ich so eine Karte herstelle oder beziehungsweise auch so mit Collagen und so die Karte. Weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Schauen wir mal. Noch eine alte Buchseite, noch so eine Karte. Habe ich jetzt so eingeklebt mit Washi-Tape, weil dann kann man vielleicht noch hier hinten schreiben oder ja, so. Hier wieder digitales Papier von mir mit den Ausstanzungsteilen. Buchseiten. Notenpapier, auch total cool geworden hier an den Seiten. Ja, die kopierten alten Rechnungen. Hier die Orangenölseite. Ja, auch nochmal Orangenölseite. Auch cool geworden hier der Rand. Ja, und das ist jetzt nochmal das gegrunchte Loch-Ding, die Signatur. Die habe ich jetzt auch mit hier reingenäht. Die habe ich jetzt so zusammengelassen. Ja, da kann man jetzt also wirklich bis unten dann die Löcher sehen. Weil das fand ich, das so passte so besser zusammen. Genau.
auch schon ein Video auch gezeigt. Da braucht man auch gar nicht mehr großartig viel weitermachen, finde ich. Jetzt, ich habe ja noch hier Schablone und so drauf. Also das reicht eigentlich schon als Effekt, finde ich. Ne? Da kann man vielleicht noch ein bisschen schreiben oder so, aber muss auch nicht sein. Finde ich auch so ziemlich cool. Ne? Ja. So, das finde ich auch hier ziemlich cool. Da hab ich hier einfach die Gaze so drauf geklebt und so gelassen dann. Das ist irgendwie so ein Netz. Hier auch die Buchseite, wie das ausgefärbt ist. Orangenölreiniger. Buchseiten. Sieht auch total cool aus hier. Kaffeegefärbtes Papier. Und da habe ich dann drauf gedruckt. Ja, und jetzt geht es schon zu Ende hier. Das ist schon die zweite Hälfte. So, die andere Seite von dem Orangenölreiniger. Das sieht auch total cool aus. Ach, hier habe ich noch gar nicht hier. Bin ich noch gar nicht weitergekommen mit. Habe ich noch gar nicht beklebt. Hier hat sich das, dadurch, dass das nass geworden ist, hier, ist das hier hat sich das hier auf der Rückseite eingefärbt. Kann man sogar auch den Faden erkennen hier. Total super geworden. Ja. Und dann ist das auch schon alles hier. Hier ist auch noch was Cooles. Auch so eine gedruckte Seite. Finde ich total cool, wenn die Seiten gedruckt sind und dann werden die nass. Dann färbt sich das auf der Rückseite in ganz tollen Farben ein. Ja, und das war schon. Hier ist noch die Karte. Die habe ich auch, da habe ich auch ein Video zugedreht. Die habe ich mit Klettverschluss hier dran gemacht. Ja, und dann war es das schon mit diesem Journal. So, das werde ich, wie gesagt, jetzt beenden, das Projekt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder so, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ansonsten weiß ich jetzt noch nicht, wie es weitergeht, wann das nächste Video kommt und was ich jetzt beginne. Da habe ich jetzt noch keine Idee. Ich bin jetzt froh, dass ich das soweit beendet habe. Und dann kann es sein, dass es vielleicht jetzt eine längere Pause gibt. Ich weiß jetzt nicht noch, ich habe jetzt noch keine Idee, was ich jetzt als nächstes noch machen könnte. Ihr könnt, wenn ihr irgendwie einen Vorschlag habt oder so, was ich mal zeigen soll, könnt ihr mir das auch gerne mal schreiben. Ja, und ansonsten sag ich mal einfach bis demnächst, ihr Lieben. Tschüss.